girlfriend. Oh, oh, wer das wohl sein mag? Studie zur Girlfriend. Es ist einfach nur ein Gemälde von Gomme HD, aber es ist das Gesicht von Girlfriend. What? What? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Miitopia, auf jeden Fall. Was ist das hier? Kriegen die das hin? Wir gucken dir einfach mal zu, ich leg mal meinen Controller ab, wir gucken dir einfach mal zu. Ob die das hinkriegen. Inakzeptabel! Hoffentlich kriegen die das hin, weil die sind nur zu dritt. Aber wer weiß, vielleicht kriegen sie es nicht hin. Oder vielleicht auch schon. Aber Moment mal. Wenn wir das Girlfriend gerettet haben, also falls wir es schaffen, dann würde nur noch ein einziger Begleiter fehlen. Und das wäre Maike. Finden wir sie noch? Ich hoffe nicht, dass sie erst irgendwie, nachdem man mal die besiegt hat, verfügbar ist. Nee, wahrscheinlich schon viel früher. Höchstwahrscheinlich schon viel früher. Oh Gott, ich sollte vielleicht helfen. Ja, die heilen sich hier schon. Nein, ich heile schon. Ja, braucht er noch ein paar MP. Ein bisschen Ultra. Blam. Rein da! Angriff! Juhu! Bam! Bam! Aua! Aua! Bam! Bam! Dieses Ultra-Pfeffer-Ding. Das ist ja richtig cool, dieser Ultra-Streuer. Der ist halt wirklich richtig nice. Schön. Ah, wieder normal. Nein, ich habe nicht gesagt, dass du wieder normal bist, du. Habe ich nie gesagt. Hallo? Die habe ich das aber auch nicht gesagt, oder? Oh, ja, ist egal. Doch, habe ich. Hab Dank. Yay! Wahrscheinlich steht sie jetzt einfach so vor uns. Habe ich recht? Ja. Plopp. Piep. Girlfriend. Wo bin ich? Der dunkle Fürst hat mich hergebracht. An mehr kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Das war alles ein bisschen zu viel für mich. Ich muss mich unbedingt ausruhen. Oh, die Arme. Ja, hoffentlich geht's dir gut. Ja, hoffentlich keine Kämpfe mehr. Nein, danke. Kein Bock. Und nun sind hoffentlich gleich alle miteinander versammelt. Na, hat was. Niedlich. Die beiden. Dein Glitzer-Mikro, das kaufe ich dir doch gerne, Miku. Gerne Glitzer-Miku. Ja, nimm es einfach. Nimm es einfach und hab damit sehr viel Spaß. Yeah. Dum. Bam. Und nun sind wir versammelt. Da, sieh mal. Yay, Danny. So, wie riesig ist es jetzt hier? So, ihr beiden Süßen, ihr kuschelt da oben mal. Und geht immer schlafen. Ja, okay. Und geht halt schlafen. So, jetzt ist es fast voll. Ein Platz ist in meinem Zimmer noch. Schlimm. Yeah. Okay. Lass mal sehen. Bunny kennt jeden außer Jesus? What?
What? Okay, so. Ihr könnt euch kennen, ja? Du kennst vier Leute noch nicht. Igitt kennst du aber schon, deshalb wechseln wir das mal, weil du kennst Freddy noch zum Beispiel noch nicht. Ich kenne natürlich alle, war klar. Könntest du das so lassen eigentlich? Ja, machen wir es so. Nur so können wir es lassen. Urlaubskittel, wir in Urlaub, ey. Zyklopenpiekser. Schwimmkluft. Komm, den Zyklopenpiekser kann ich dir doch geben. Ja. Warum denn auch nicht? So. Hoffentlich finden wir Mike in dieser Folge. So, mit wem will ich abziehen? Ich möchte auf jeden Fall mit Jesus und GF. Und wer ist vierte Person? Gott. Miku. Weil Miku muss noch ein bisschen leveln. Level 12. Und die beiden Level 11. Ja, machen wir es so, weil Miku muss halt noch ein bisschen leveln. Das ist mein Argument. Und nun können wir wieder raus, weil wir sie wollen, aber machen keinen Rückzieher. Gehen weiter. Und hier geht's dann weiter. Aber ich mach kurz eine Pause. Links oder rechts? Ich gehe einfach mal links lang. Weil, warum nicht? Ja, genau. So. Zweite Etage dieses Schlosses. Ich habe keine Ahnung. Oh, Chest, nice. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Schloss ist und diese Burg. Aber ich denke mal, wir sind schon ziemlich weit drinne. Nein, Girlfriend ist umgefallen. Aber natürlich helfe ich hier aus. Natürlich. Also das muss ich jetzt aber echt mal loswerden. Jesus hat bei Kämpfen seine Eigenart. Er versucht oft, heimlich an den Fahrern zu lassen. Er scheint zu denken, dass das keinem auffällt. Aber solche Kaliber kann doch jeder hören. Okay. Er steht direkt neben dir. Okay. Sehr seltsam. Wow, was hat die denn für welche? Stachelturm. Oh, oh, so eine riesige Bombe. Explosion! Boom, boom, boom! Ja, das war mein Plan und der Plan ist aufgegangen. Nice! Und natürlich auch noch. Sorry, aber yeah! Gut. Und das war's. Okay, ja gut, das linke Level war ja mega kurz eigentlich. 100 verschiedene Nahrungsmittel erhalten! Juhu! Da freue ich mich. Das macht mich doch glücklich. Insgeheim interessiert mich jetzt aber nicht, aber das müsst ihr ja nicht wissen. Macho-Taler, jetzt geht das wieder los. Dämonenkostüm. Sind nicht alle von deinen Kostümen Dämonenkostüme? Egal, hier, ich kauf's dir mal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das auch anziehen werde. Das ist letztweise 100%ig, weil es ist bestimmt viel besser. Ja, um 4 Punkte halt nur. Ja, von Aussehen her ist es jetzt nicht so schön, finde ich. Da finde ich das irgendwie cooler. Ja. Ein bisschen Stats up. Was soll ich sonst mit meinem Geld anfangen? Als ob ich damit gut umgehen könnte. Ach stimmt, ich habe ja noch so viele Ausflugs- und Spielhallentickets. Ach Gott, komm. Die müssen wir mal ausgeben hier. Perfekt, der Macho-Taler gibt es, ist sogar hier drinne. Ja, 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 ja. Nein! Eine Kinderportion. Ich muss gerade die Level anschauen, ich bin gerade voll verwirrt. Girlfriend, Jesus und Miku haben alle so wenig. Du bist fast Level Up, dir gebe ich das. Ja, jetzt bist du Level Up! Aber das hat nichts gebraucht. Naja, egal. Also, was normal? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ein Bonbon! So, du hast eine Niete gezogen, hier kriegst du noch einen Bonbon. Ah,
Don't care. Bitte gib mir einfach den Macho-Taler. Ich mach das jetzt so lange, bis ich's hab. Es ist mir egal. Wir machen das jetzt so lange, bis ich's hab. Ich habe sowieso genug Tickets. Ja, siehste? Brauche ich gar nicht schneiden. Perfekt. Ja, geht doch, Spiel. Geht doch. Vor allem, der hat sogar mehr gekostet, aber gibt weniger Stats ab. Macht Sinn. Gut, futtern wir noch ein bisschen und dann hauen wir ab. Gott, wir haben so viel Neues. Teufelsshake, Sternchen, ersetzt den Pakt mit dem Teufel, wenn es um Muskelaufbau geht. Okay. Stacheleintopf, der Eintopf selbst ist stachelfrei. Kau trotzdem besser gründlich. Kunstgebäck, Sternchen, schau es nicht so lange an. Probier lieber, wie es schmeckt. Teufelszirchen, Sternchen, schließe einen Pakt mit dem Genuss, den dieses Törtchen bringt. Ja, schon ganz lecker. Und das? Oh mein Gott, mega nice. Okay. Das Gemälde? Auch ganz gut. Okay. Der Stacheleintopf? Auch ganz gut. Okay. Das habt ihr alle schon probiert? Okay, ich muss erstmal gucken, was habt ihr alle noch nicht probiert? Ja, hier sagen viele, was das? Kenne ich nicht. Dann probieren wir das jetzt. Du bist schon... Nein, du bist noch nicht satt. Okay. Bam. Schön. Ja. Das haben auch noch viele nicht probiert. Du darfst es gerne probieren. Überhaupt nicht. Schade, voll die Verschwendung. Dafür ist ein Tier gestorben und dir schmeckt das nicht. Oha, was ist los mit dir? Nein, Spaß. Probier das mal. Auch nicht gut. Ey, Jesus, was ist los mit dir? Magst du gar nichts mehr. Was mit dir? Das ist ganz gut, okay. Ich sollte mir mal merken, was ich alles verteile und was nicht. Komm, lassen wir es jetzt. Lassen wir es jetzt einfach. Komm, weiter geht's. Ist zu langweilig. So, und bam, bam. Vor allem, weil das einfach auch so kurz war und ich steck da so lange im Hotel da fest. Ach, egal, komm. Machen wir noch den rechten Weg, bevor ich da oben lang gehe. Weil es sieht aus, als wäre diese zweite Etage mega kurz. Vielleicht ist auch schon das Ende, ich weiß es nicht. Eigentlich fehlt auch ein Begleiter. Na. No. Was ist denn heute mit Ferdimon los? Er lässt ja gar nicht mehr von Mike ab. Ist Mike über Nacht in die Regel der Pferdeflüsse reingetreten? Naja, eigentlich habe ich nur eine Karotte in der Tasche. Ich habe auch noch Wallnase-Karotte in meiner Hose. Ja, macht man ja immer mal, ne? Wenn man mal Hunger hat zwischendurch, Karotten in der Hose zu mittragen, warum nicht? Es ist soweit, ich muss es wieder tun. Oh nein! Wolltest du das nicht? Oh doch, ich kann mich nicht länger beherrschen. Nein, beherrsch dich. Zu spät. Nichts kann ihn mehr aufhalten. Den herrlichen Hüftschwung der heiteren Erholung. Puh, schon besser. Eigentlich sind die beiden ja so Gegensätze, oder? Ja, dir geht's vielleicht besser. Mir ist gerade ein bisschen schlecht. Ach komm, sie hat doch jetzt nicht so schlecht getanzt, Jesus. Das soll aber auch mal ein bisschen nett sein hier. Lass mal ehrlich. Oh oh, Silberkobra. Mensch, Kobra hat so viel, Screentime in diesem Let's Play, ja, schon krass. Wie oft der gezeigt wird. Oh oh. Nom. Nein. Bam! Bam! Sorry, falls ich heute ein bisschen weniger reden sollte. Wisst ihr Bescheid? Dass ich mir das bewusst bin. Nicht erinnern, bitte nicht. Nicht nochmal. Bitte nicht. Okay. Hä, aber die beiden links und rechts, die Wege sind ja jetzt aber voll kurz gewesen, ne? Lo, ihr kennt euch jetzt. Wunderbar. Bam, bam. Badabadabam. Reitangriff 2, ein noch stärkerer berittener Angriff. Halt bloß gut die Zügel fest. Oh, nice. Das wird sehr gut, falls wir demnächst einen Bosskampf haben sollten. Oh, ihr wollt quatschen, ihr beiden. Fantastische Erinnerung. Yay. Aber ihr kennt euch doch gar nicht. Naja. Und ihr beide, was ist mit euch los? Bum, bam, bum, bam, bum, bam, bum, bam. Yay.
Wir sind echte Freunde. Wir sind nicht nur beste Freunde oder die bestesten Freunde. Wir sind echte Freunde. Ja, das ist ein ganz anderes Level. 26. Damn. Ja, reicht jetzt auch mal hier. Wir müssen noch wen kennenlernen. Die geht euch noch nicht. Dum, dum, dum. Dich können wir ja hier hinstecken und ihr beide kennt euch noch gar nicht, oder? Nee. Ja, dann können wir es so lassen. Will noch irgendwas haben? Ja, ich hätte gern was. Eine Tänzerrobe. Okay. Aber die kriege ich nicht. Naja, sah sowieso nicht so gut aus. Und Bunny will... Nein. Wir machen weiter. Bam, bam, bam. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge... Oh, Beziehungslevel von 25 mit dem Pferd. Ja. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge diese Etage durchkriegen. Das ist mein Ziel. Aber es sieht so aus, als wäre das da oben da schon das Ende. Hä, ist das so ein langer Korridor mit zum Ende? Wirkt so, vielleicht, wenn wir diese beiden Level schaffen. Kommt ein Boss? Hm. Das ist meine Theorie. Vielleicht ist das so schon das Ende. Oder diese Burg geht noch 5 weitere Etagen hoch. Schön noch verlängern das Spiel. Kann ich mir vorstellen. Was? Goldfalter? Oh, Money, Money, Money. Gib mal her hier. Wie viel Geld geben die denn? Gar nichts. Doch, 1000. 1000. Ja, hat sich gelohnt. Gibt wahrscheinlich einer von denen so 200? Das waren noch 5 Stück, ne? Ja, ungefähr 200. Schnauben! Nee, nicht nur ganz normale Luft. Egal, es hat geklappt. Es reichte aus. Das ist okay. Bam, badabam, badabam, badabadabam. Ich bin wirklich gehypt auf das Finale. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier das Finale ist. Komm schon. Fampner Rahmen darf mich doch nicht anlügen. Blutrot, es muss doch hier jetzt ein Finale sein. Komm schon. Bam. Ja, wir sind so stark mittlerweile. Die Gegner machen uns gar nichts mehr aus. Also wir sind wirklich null Bedrohung. Vor allem solche kleinen Bomben nicht. Die sind ja eher so eine Hilfe. Also ja. Easy peasy. Mike, warte. Hier für dich. Danke. Ja, okay, danke. Wir haben genug von denen. Stört mich nicht. Auch wenn es eigentlich unnötig war. Das ist zum Beispiel wieder so ein perfektes Beispiel. Ich mache jetzt einmal Explosion und dann haben wir gewonnen. Wegen den Bomben. Aber die macht nochmal den Rest-Damage. Ja. Nice. Dies ist eigentlich eine Hilfe für mich. Ich appreciate die Bomben. Die sind super toll. Ja, und das war auch dieser Weg. Bam. Und wahrscheinlich für das jetzt so einem mittleren Level, oder? Wo wir dann unseren letzten Partner wiederfinden, oder? Der wird alle was haben. Herzchen-Piekser. Aha. Bam, 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 bam. Okay. Tarnpanzer. Bienenkleid. Stab der Erleuchtung. Oh Jesus, du kannst gerne den Stab der Erleuchtung kaufen. Das hört sich super an. Ja, komm, benutze ihn. Also bei so einem Namen, bei Jesus, also da kann man doch nicht Nein sagen, Leute. Geht doch nicht. Ach komm, ich kaufe euch beiden das, weil sie es auch wirklich kauft. Einfach weil ich das Geld dazu habe, weil ich es kann. Genau. Das sieht echt schön aus eigentlich. Aber wir müssen natürlich das Kleid benutzen, weil der Name. Richtig, genau, perfekt. Und das hier nur, damit Young Mike ein bisschen mehr Stats bekommt. Weil es nicht so gut aussieht. Und das hier irgendwie trotzdem irgendwie lustiger ist. Naja, egal. Es gibt so Tage wie diese, wie jetzt gerade, wo ich mir denke, irgendwie mein Commentary könnte besser sein, aber... Naja, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich lernt Deutsch, Spaß. Langweile euch nicht. Ich weiß nicht.
Es gibt nichts zu bereden. Also ich könnte irgendwelche Themen rauspacken. Keine Ahnung. Lass mich überlegen. Steam Deck. Komm, wir reden mal über die Steam Deck. Ja, cool. Cooler PC to go. Okay. Komm, worüber können wir noch reden? Switch OLED. Ja, ist cool. Sehr verhasst, aber ich find's ganz cool. Ich werde sie vielleicht überholen. Boah. Worüber kann man noch reden? Skyward Sword. Will ich jetzt playen? Mal schauen, wann ich genug Geld habe, weil ich bin momentan broke. Deshalb kann ich es jetzt nicht Day One let's playen, wenn es rauskommt. Ja. Jetzt, wo ich es aufnehme, kam es sogar heute raus. Tja, und Jesus geht's gut. Wir machen nur nie weiter. Kein Problem. Wir waren im Gasthaus auf dich. Okay. Find's immer noch lustig. So. Ob wir das zu dritt schaffen? Natürlich schaffen wir das zu dritt. Das sind solche Noob-Gegner, da mache ich einmal... Boom! Das war's. Boah, die Koopa lebt noch. Oha. Yay! Girlfriend mit diesen Herzaugen. Bam. Wie viel Leben hat das Ding noch? Boah, Megafeuer würde noch Sinn machen. Bam. Blablablam, bam. Also wie gesagt, Skyward Sword ist in Planung, wird auf jeden Fall noch kommen. Sobald ich genug Geld habe. Oh nein! Ich krieg Albträume, ich krieg Vietnam-Flashbacks. Oh nein. Oh nein. Nein! Jesus, wo bist du nochmal? Wir brauchen dich. Ultra! Angriff, Freunde, Angriff! Ah! Ah! Nice! Danke! Bam! Wir haben richtig viel Damage. Oha! Oha, wie viel Damage machen wir mit Ultra? Krank! Ich hätte nicht gedacht, dass es so OP ist, dieser. Ja. Streuer. Okay, aber in diesem Level kommen wie sehr viele Gegner. Dafür bin ich nicht hergekommen, um zu leveln ohne Jesus. Das wird nicht reichen. Zweimal Explosion muss reichen. Aua, 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 aua. Ja, reicht, reicht, reicht. Bam, 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 bam. Yay. Wir tanzen alle rum. Wir haben alle Spaß miteinander. Yay. Flüstern euch irgendwas ins Ohr. Juhu. Yay. Ich schaff das. Explosion. Boom. Was? Nur einer ist down? Das gibt's ja nicht. Mhm, ihr tanzt wie wild. Bam, einer schon da down. Poppipo. Und nochmal. Mein Gott, Mike war fast down. Das geht doch so nicht, Freunde. Das geht doch so nicht. Oh, nice, Level up für Girlfriend. Aber leider, na, leider lernt sie nichts Neues. Kommt schon. Er lernt was. Brief erhalten. Yay, Gold für dich. Nein, Spaß. Tickets. Ha. Kiki. Tiki. Okay. Willst du immer noch das Herzchen-Pixel haben? Kaufst du diesmal auch wirklich? Nein. Verschwendest nur mein Geld. Schwimmkluft? Nein. Herzchen-Dress. Ja, komm. Wenn du es haben möchtest. Wird das so gut aussehen? Ich bin mir da so unsicher. Na, obwohl. Sieht tatsächlich sogar sehr gut aus. Ja, in der Farbe. Ja, nehmen wir das. Warum nicht? Sieht ganz gut aus eigentlich. Finde ich zumindest. Machen wir weiter. 6 verschiedene... Ja, Kleider. So. Und dann werden wir in der nächsten Folge... Ach komm. Was soll das? Machen wir es jetzt.